G1 ist das Modul, wo es darum geht, für Personen, die noch keine NLP-Ausbildung haben, mal so die Grundlage von unserer gesamten Arbeit hier bei Landsiedel mehr zu erfahren. Wir hatten da ursprünglich vor vier Jahren in der Entwicklungszeit, hatten wir ein Essential-Seminar entwickelt, wo wir gedacht haben, da werden so die Grundlagen wie Rapport, Ankern, Repräsentationssystem und so weiter gemacht. Haben aber dann festgestellt, dass eigentlich, als wir NLP in a Week eingeführt haben, dass eigentlich das viel bessere Format ist, das viel bessere Seminar, was hervorragend geeignet ist für Personen, die sagen, Mensch, ich kenne NLP noch gar nicht, aber so eine ganze Ausbildung, brauche ich das? Die haben die Möglichkeit, mehrfach im Jahr an verschiedenen Städten den Stefan Landsiedel persönlich auch zu erleben und dort auch mit ihm gemeinsam eine erste Reise hinein ins NLP zu machen. Und das Schöne ist, dass das ein Format ist über 7 Tage, wo man eben in Anführungsstrichen nicht nur die Essentials lernt, sondern auch kleine Schmankerl kriegt, die eigentlich erst später im Practitioner oder Master drankommen, auch schon live erlebt, in Demonstrationen, in Erklärungen und auch schon in Übungen, sodass man einen sehr, sehr guten, tiefen Einblick kriegt hinein ins NLP. Und was auch interessant ist, das Ganze ist auch noch günstiger als ein Modul. Das heißt also, wir haben uns dann überlegt, dann machen wir uns ja selber eigentlich das Geschäft kaputt und deswegen haben wir das Essential gar nicht mehr im Angebot. Aber wer von euch jetzt noch nicht eine NLP-Ausbildung hat und sagt, Mensch, nicht, dass nachher dann irgendwelche Begriffe fallen, die ich gar nicht kenne, da ist natürlich das NLP in a Week ein hervorragendes Format, dieses Wissen aufzubauen. Ich selber hatte die Ehre, auch das ein oder andere Mal Stefan zu begleiten und da auch mal ein Teil von diesen Seminaren, also von der NLP in a Week mal zu machen, 1 oder 2 oder 3 Tage. Und ich kann mich an Köln erinnern, wo ich dann mit 80, 90 Leuten dann das gemacht habe. Sensationelle Atmosphäre, gute Stimmung. Und also es ist wirklich für die Stimmung, für das persönliche Wachstum, aber auch für den Know-how-Aufbau, mal zu wissen, okay, was sind so die Essentials im NLP, ist ein sehr guter Tipp.